Sind Sie schon angemeldet bei Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Wir widmen uns heute mal der Weiblichkeit. Vor allen Dingen haben wir eine Zeitqualität, wo sich vielleicht auch das Männliche eher dem Weiblichen auch wieder zuwendet und wie wir Frauen und vor allen Dingen auch die Männer das Weibliche integrieren können und was es überhaupt bedeutet, Weiblichkeit zu leben, ob wir da nicht auch teilweise auf, sage ich mal, falsche Wege geführt worden sind. Darüber spreche ich heute mit unserem Bewusstseinslehrer Stefan Meyer. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Stefan, hallo, schön, dass du da bist. Danke. Mein Lieblingsthema, ganz uneigennützig, dieser Weg in diese Weiblichkeit oder sich mit wirklicher Weiblichkeit zu beschäftigen. Ich glaube, da merkt man als Frau irgendwann, zumindest ging es mir so, also ich habe Weiblichkeit völlig falsch verstanden. Total. Weil du bist so aufgewachsen in so einem System. Du bist dann eine richtige Frau, wenn du eigentlich ein besserer Mann wirst. Also genauso erfolgreich, im Idealfall noch ein bisschen besser. Am besten auch nichts annehmen können, keine Geschenke, keine Tür aufhalten. Weil das würde ja implizieren, dass ich schwach wäre. Und dieses Konstrukt, das wurde uns ja auferlegt, um sicherlich auch genau das zu verhindern, dass wir überhaupt in die weibliche Kraft kommen, oder? Wie hast du das beobachtet? Was ist da passiert mit unserer Weiblichkeit? Also erstmal ist das Thema Weiblichkeit eins, was jeden angeht, Männer und Frauen. Mhm. Weiblichkeit ist nicht Fraulichkeit. Also es bedeutet nicht irgendwie lange Haare zu bekommen und sich fraulich zu benehmen, sondern es sind energetische Qualitäten. Wir hatten eine Zeit, wo das Männliche vorgeherrscht hat. Es tut es immer noch, aber diese Zeit beendet sich. Also ich sehe es hier auch mal wieder als ganz natürlich, dass das Männliche immer ausgeprägter wurde, das Weibliche verdrängt wurde, weil gerade das Weibliche uns verbindet mit diesen unendlichen Ebenen. Das kann das Männliche so nicht machen. Also war es für mich völlig normal oder ist es normal, dass das Weibliche verdrängt wurde. Und dementsprechend würde ich das auch niemanden in die Schuhe schieben. Keinem hier auf der Erde, keinen geistigen Wesen, die irgendwo aktiv sind. Das Einzige, was jetzt wichtig ist, ist zu wissen, jeder von uns hat potenziell die Verbindung zu weiblichen Energien. Und jetzt sprechen wir mal darüber, was unterstützt uns dabei, was ist überhaupt diese Weiblichkeit und was soll das überhaupt bringen, sich denn damit zu verbinden? Was sind denn weibliche Energien? Nennen wir mal die männlichen zuerst. Okay. Das ist das Gerichtete, dass ich ein Ziel habe, das auch verfolge, dass ich quasi etwas erschaffen kann, also nach meinem Willen. Und man könnte sagen, das Männliche ist, dass ich ein Ziel sehe, setze oder aus mir heraus habe, entwickle und dieses Ziel verfolge. Das ist mal ein großer Teil der männlichen Energie. Und jetzt das Weibliche dagegen ist entgegen dieser Richtung, entgegen einer Einengung und einer auch Konzentrierung, was ja teilweise auch wirklich schön und interessant ist, ist es ein Aufmachen, ein Öffnen. Und das bedeutet, indem ich mich öffne, habe ich nicht mehr so eine starke Richtung, weil ich kann gar nicht mehr so stark dorthin oder dorthin, wenn ich jetzt rein im weiblichen Prinzip bin, sondern ich mache auf und bin eher in etwas, was empfangen ist, als dass ich etwas selber mache. Das heißt, in der weiblichen Qualität kann ich schon erschaffen und bin immer noch Schöpfer meines Lebens, aber nicht mehr im eigenen Wollen, im eigenen Tun, im eigenen Handeln, sondern eher im, ich halte den Raum, ich mache den Raum auf, halte ihn, empfange und bin dadurch viel mehr in Verbindung mit höheren Energien. Also ich bin mehr ein Raum als eine Bahn. Das Männliche eher als eine Bahn, das Weibliche als ein Raum. Und damit kann man dann relativ einfach sehen, dass das für jeden unterstützend ist, beide Möglichkeiten, männlich und weiblich, in sich zu haben. Und je nachdem, was für eine Aufgabe ich ausführe, zu fühlen, welches Energieprinzip hier eher Anwendung findet. Optimalerweise bin ich in beiden. Es ist nämlich, dass sie sich gegenseitig unterstützen und auch bestimmen, weil das
Weibliche hält das Männliche. Das Männliche nährt das Weibliche. Das Weibliche hält wieder das Männliche. Es ist so, es kann so ineinander arbeiten. Es ist wundervoll. Ja, und jetzt ist es halt unsere Aufgabe, wieder damit in Verbindung zu kommen. Und das geht nicht über den Verstand, denn das Weibliche ist eine Ebene tiefer. Es ist im Gefühl. Ich überlege gerade, ich denke gerade an diese Thematik, doch auch mit dieser göttlichen Sexualität, wo man ja eben genau diese Verbindung wieder schafft und auch ja ein Ausgleich, eine Balancierung stattfindet durch diese echte Begegnung. Mhm. Ist das auch ein Weg, wie wir wieder in diese männlich-weibliche Energiebalance reinkommen, der uns jetzt helfen könnte? Oder was würdest du sagen, was würde uns helfen, dieses mehr zu integrieren? Wie meistens erstmal ein gewisses Verständnis. Für die, die sich damit noch gar nicht oder sehr wenig beschäftigt haben, mal zu realisieren, okay, es gibt anstatt oder neben diesen männlich orientierten, zielorientierten, gibt es noch eine andere Qualität. Und ich sag mal, das ist eine Art Bewertung, aber noch eine viel tiefere. Also noch viel mehr als das Männliche. Und wenn man das erstmal verstanden hat und irgendwie glaubt, kann man sich leichter dafür öffnen. Also der erste Schritt ist ein Verständnis. Ja, es gibt diese weibliche Energie. Es ist nicht das, was manchmal oder was ich mir bis jetzt darunter vorgestellt habe, weil auch das sind dann wieder Konditionierungen und oft Eingrenzungen. So, dann kann ich mich auf den Weg machen und mal schauen, was ist denn der erste Schritt, mich dem wieder zu öffnen. So, der erste Schritt ist raus aus dem Verstand, aus dem verstandesbasierten Weitergehen, aus der verstandesbasierten Entwicklung hin zum Fühlen. Also ich gehe mit meiner Aufmerksamkeit hier raus und hier hin und fange an, mich selber wahrzunehmen, mich selber zu fühlen, erstmal eine Verbindung zu mir aufzubauen oder eine Verbindung zu mir zu intensivieren und dann beginne ich mich zu öffnen. Dann mache ich langsam auf und empfange das Leben mit den Informationen, die es hat. Und da bin ich schon sehr weit, weil das Öffnen, das Empfangen, das sind schon absolute weibliche Attribute und die sind in sich aber schon eine echte Herausforderung. Ich hatte mal eine schöne Erfahrung, wo ich mich mal mit der urweiblichen und urmännlichen Kraft, mit der Urmutter und dem Urvater verbunden hatte. Und dann dachte ich, krass. Das ist so eine ganz, da spürt man den Unterschied, aber man merkt auch, wir sind es, also wir leben, wir können das gar nicht gerade, oder wir haben total den Bezug dazu verloren, weil zwischendrin so viel Traumatisierungen und Verfälschungen und Verdrehungen stattgefunden haben. Geht es jetzt in der Zeit wieder darum, an diese Urkraft sich zurückzuerinnern? Weil wir kriegen ja auch jetzt durch dieses ganze Gegendere und weiß der Geier, Mann, Frau, er, sie, es, was da alles jetzt versucht wird zu starten, eigentlich werden wir ja jetzt komplett abgekoppelt davon, uns noch mit diesen Urkräften zu identifizieren, sondern dass es nur noch so eine komische Mischung gibt. Es ist der Versuch, uns da weiter von zu trennen, aber gegen den großen Fluss, gegen den großen Strom, der in uns stattfindet, uns wieder dahin führt, da kann sich so etwas nicht wehren. Und ja, wir gehen immer mehr hin in diese Urzustände. Gleichzeitig ist es aber so, auf dem Weg zum Urzustand bin ich trotzdem von dem oft noch eine ganze Ecke entfernt. Das heißt, für jeden geht es darum, mal zu schauen, welcher Aspekt möchte sich denn öffnen? Welcher liegt mir denn am nächsten? Oder mich einfach mal auszutauschen mit jemandem, mal zu schauen, welche Inspirationen durch andere Menschen kommen denn zu mir? Und dann muss man sich mal Zeit nehmen. Weil man kann das alles hören und kann sagen, wunderschön, aber mich mal hinzusetzen und einfach mal nichts zu tun, mich mal auszudehnen und mal zu empfangen. So, und zu empfangen bedeutet auch, es ist völlig in Ordnung, wenn ich mal nichts direkt empfange. Also mal in die Ruhe zu kommen, das ist wie, als ob ich aus der Aktivität mehr in die Ruhe und in eine wie objektive Wahrnehmung komme. So,
Und da bin ich schon in der weiblichen Energie, weil die männliche möchte immer was machen, möchte was tun, möchte ein Ergebnis. Und wenn ich jetzt versuche, ergebnisorientiert mich für die Weiblichkeit zu öffnen, dann mache ich wieder das Alte in einem neuen Gewand. So, und deshalb ist es gar nicht so einfach, sich für so einen Bereich wirklich zu öffnen. Es ist grundsätzlich unterstützend, wenn ich da mit jemandem zusammenarbeite, der mich da irgendwie ein bisschen führen kann. Ich zum Beispiel mache es so, ich verbinde mich oder ich habe es so gemacht mit dem Bewusstseinsfeld, mit diesem hohen Raum. Denn dieser Bewusstseinsraum ist pure Weiblichkeit, ist pure Öffnung, pure Annahme, pures Geben und Erschaffen. Und da kannst du es lernen. Da kann man sich reinsetzen und so habe ich es auch gemacht und habe gefragt, was ist die Weiblichkeit wirklich? Und habe hingefühlt. Und da gibt es Antworten, die kann man in Worten gar nicht beschreiben. Die kannst du nur fühlen. Weil wenn sie in Worte kommen, ist es schon wieder so strukturiert und in einer Bahn und schon wieder in der männlichen Energie, dass es das der Kern schon nicht mehr ist. Also es geht darum, sich berühren zu lassen und neu zu lernen, was es ist. Das ist ein bisschen kryptisch. Ja, da fragt man sich, naja, okay, aber gib mir doch mal was an die Hand. Aber genau das geht halt nicht so gut, weil das an die Hand geben schon wieder das männlich orientierte ist. Aber auch in der Verbindung mit dem Männlichen, was bedeutet wahre männliche Energie? Da die Verbindung hinzubekommen, weißt du, das ist wie so verzwickt. Mhm. Da brauchst du irgendwie die weibliche Kraft, die ist aber irgendwie nicht richtig da. Dann sind die Männer so gefühlt völlig orientierungslos und kommen auch gar nicht in diese Kraftthematik, in dieses Gefühl, wenn man in dieser urmännlichen Energie, wenn man die wahrnimmt. Das ist ja genauso unbeschreiblich. Das ist ja sowas von... Ja, was wir uns sowieso auch wünschen, wir Frauen wünschen uns das ja auch, das zu fühlen. Und gleichzeitig natürlich, die Männer wünschen sich ja auch die weibliche, wirkliche. Es bedingt sich gegenseitig. Mhm. Es ist bei den meisten Menschen so, dass sie eine Männlichkeit leben, ob Frauen oder Männer, die in sich stark begrenzt ist und sehr torpediert von Überzeugungen, von auch Einsamkeit, von enge Gefühl in mir, von nicht wertvoll sein. Und das alles beeinflusst die männliche Energie. Wenn ich jetzt aber hingehe und da die weibliche Energie so unterdrückt ist und mich hierum kümmere, das schaffe ich ja nicht, wenn ich mich darum kümmere, dass sie komplett aufgeht und dass ich die Urweiblichkeit lebe, sondern was ich schaffe ist, dass ein nächster Schritt geschieht und eine Öffnung stattfindet. Und diese Öffnung, die wirkt sich aus auf die männliche Energie. Dadurch kann sie auch wieder mehr heilen und sich selbst erkennen. Und wenn ich das dann wieder etwas geheilt habe, kann ich wieder hingehen zur Weiblichkeit und dort den nächsten Schritt machen. Das heißt, das bedingt sich gegenseitig. Und weil das aber, das Weibliche, mehr unterdrückt ist, unterstützt es das Gesamtsystem, wenn ich mich hierum ein wenig mehr kümmere. Weil das ist schon so gelebt und dadurch durch die niederschwingenderen Energien, die ich in mir habe, auch so begrenzt, dass es mich nicht so sehr unterstützen würde, hier hinzugehen, ausschließlich. Das kann ich ab und zu mal machen, aber es ist eine größere Unterstützung. Ich kümmere mich um das, was sehr verschüttet ist, hebe das ein bisschen, es wirkt sich auf System und so kann ich dann an beiden Stellschrauben mich nach und nach vorarbeiten. Ist ein bisschen technisch, ein bisschen kryptisch. Das Wichtigste, also die Essenz dieser Aussage ist, es geht für jeden darum, sich für die Weiblichkeit zu öffnen. Denn wenn ich das weiß und beginne, das zu fühlen, dann bringt das Leben mir die Situationen, wo ich mich erinnern kann, wo ich auch als Mann mich mal fragen kann, okay, wie würde vielleicht meine weibliche Seite darauf reagieren? Wie würde das passieren, wenn ich jetzt hier nicht so aktiv bin, sondern hier mal empfange? Oder jetzt versuche ich mal zu fühlen, was wäre denn in dieser Situation dran? Und so komme ich dem immer näher. Man muss auch verstehen, wenn wir davon weit entfernt sind, dann braucht es ein bisschen, bis ich dem näher komme. Wer sagt, ich möchte hier richtig Gas geben, der sucht sich einen Kurs, wo es um weibliche Energie geht, der kommt zum Bewusstseinsfeld, der macht keine Ahnung was, liest Bücher über die Weiblichkeit und kommt dem so einfach schneller näher. Mhm. Jetzt haben wir natürlich auch so ein bisschen in dieser ganzen Rollenverteilungsthematik, wir haben die total männlichen Frauen teilweise mit Kurzhaar, hart und oft auch mit
Unterleibsproblem, Eierstock, Gebärmutterhalsproblem oder Gebärmutterproblem. Und aber auf der anderen Seite gibt es auch Männer, die einen sehr hohen weiblichen Aspekt in sich tragen, wo man oft denkt, oh, das ist mir fast auch sehr feminin. Geht es bei dem trotzdem auch sich darum, dieser Weiblichkeit auf einer anderen Weise zu öffnen? Oder weißt du, was ich meine? Ist es dann... Das sehr Feminine bei Männern ist ganz oft, dass sie in einer starken Abhängigkeit zur Mutter stehen noch. Das ist in den allermeisten Fällen nicht eine freie, lebendige Weiblichkeit, sondern eine Abhängigkeit und eine wie Überstülpung der Ahnen, der Mutter, manchmal der Oma. Mhm. Und das führt dann zu absoluten wie Verdrehungen. Mhm. Da denkt man, okay, der Mann hat die männliche Seite, er müsste jetzt eigentlich hat die weibliche Seite, müsste die männliche Seite stärken, dabei müsste er sich von dieser Weiblichkeit befreien. Aha. Und das ist das, was gar nicht so leicht immer zu sehen ist. Auch hier wieder der Hinweis, ich habe solche Sachen auch erfahren, dass ich das für mich weiß, weil ich das über das Bewusstseinsfeld gesehen habe. Also Stefan an sich weiß das auch nicht. Ich habe dieses Wissen nicht. Ich kriege dieses Wissen, weil ich mich mit diesen Ebenen verbinde. Und dann in dem Moment, wo ich da hinschaue, die Oberfläche sagt dieses. Und wenn du tiefer schaust, nimmst du aber etwas anderes wahr. Und das ist das, was ich, ja, wofür ich immer wieder werbe oder was ich immer wieder erkläre. Die Verbindung zu unserem höheren Bewusstsein bringt uns dazu, solche Sachen zu erkennen und nicht mehr so zu arbeiten wie früher an der Oberfläche. Ich nehme an der Oberfläche was wahr, versuche das zu verändern, sondern gehe tiefer, frage, was ist die wirkliche Ursache und verändere die. Und das ist dann oft Abhängigkeit zur Mutter. Mhm. Wie ist es dann bei den Frauen zum Beispiel, die in Resonanz gehen mit Männern, die Mutterthemen haben, die vielleicht die Männer auch in einem diesen Mutteraspekt sehen? Da könnte man jetzt natürlich wieder im alten Muster, der ist schuld, also der Mann muss sich um sein Mutterthema kümmern. Aber im Umkehrschluss zieht ja die Frau diesen Mann auch an, der die Mama sucht oder die Mutterliebe sucht. Was ist dann das Thema bei der Frau? Ist auch individuell, aber ist manchmal genau das Gleiche. Mhm. Sucht auch die Mutterliebe, weil eine Frau, die zum Beispiel stark männlich geprägt ist, in vielen Fällen versucht hat, sich an den Vater anzugleichen. Mhm. Weil der Vater ist ein besonderer Teil im Leben eines Kindes. Die Mutter natürlich auch, ist ganz klar, aber es gibt oft eine starke Orientierung zum Vater, dass wir unsere... Von beiden als Seiten, also von Jungs als auch Mädchen. Richtig. Mhm. Wir lieben unsere Mutter, aber irgendwann ab einem Alter so von 2-3 Jahren geht so eine Drehung zum Vater hin. Passiert sehr oft. Dann wollen wir so sein, dass der Vater uns sieht und der Vater uns liebt. Und wenn wir dann mitbekommen, das kriegen wir manchmal schon mit, wenn wir tatsächlich geboren werden, dass der Vater kein Mädchen möchte, keine Tochter, sondern einen Sohn, dann gleichen sich viele daran an. Die Mädchen versuchen dann, jungenhafter zu sein, das prägt sich bis später aus. Und was gleichzeitig ist, der Vater wünscht sich ja einen Sohn, weil er selber die Weiblichkeit nicht kennt, nicht erkennt. Und da hat oft auch die Mutter etwas damit zu tun. Weil wenn die Mutter liebend und weiblich ist und dem Vater diese Liebe, diese Verbindung schenkt, dann weiß der Vater, was Weiblichkeit ist. Dann, wenn er auch offen ist und das empfangen kann. Also wir kommen jetzt hier in so eine gewisse Komplexität. Mhm. Das heißt, die Mutter hat einen Anteil daran. Und das bedeutet wiederum, dass das Kind, das Mädchen, was sich zum Vater orientiert, versucht, der Junge zu sein, gleichzeitig merkt, dass die Mutter nicht in ihrer Weiblichkeit ist. Also auch dort sucht immer wieder. Ich versuche zum Überleben, mich dem Vater hin zu orientieren, suche aber gleichzeitig, kommt denn hier noch was? Passiert hier noch was? Wo ist die Weiblichkeit? Wo ist denn die Mutter? Warum ist sie nicht da? Das passiert aber unbewusst. Mhm. So, und jetzt bin ich erwachsen. Ich habe mich dran gewöhnt, dem Vater zu gefallen, wie gut auch immer das funktioniert hat, und suche auf eine Art und Weise aber auch die Weiblichkeit. Sie fehlt die ganze Zeit. Und dann komme ich in Resonanz zum Beispiel mit einem Mann, der die auch lebt. Ist jetzt mal ein Beispiel, eine Erklärung. Zeigt einfach die Komplexität auf und zeigt auch mal einmal mehr, dass wenn ein Thema in meinem Leben ist,
ich mir nicht ausdenken sollte, was dafür die Ursache ist, sondern individuell das herausfinden muss. Und das wissen Menschen oft nicht, weder ich noch ein Therapeut. Und da ist es mal wieder so besonders, diese höheren Ebenen, dieses außerhalb des Verstandes, diese Ebenen zu fragen, denn die zeigen es mir. Ja, schon. Aber wie kommen wir jetzt da raus? Weißt du, wie? Wir kommen da raus, und zwar von allein. Dieses Wachwerden, dieses allgemeine Aufwachen, diese Energieerhöhung, die in unserem System wirkt, die sorgt dafür, dass unsere Themen nach und nach gelöst werden. Punkt. Also wir müssen die Entwicklung nicht von alleine in Gang bringen oder in Gang halten. Es macht es uns aber leichter, wenn wir uns austauschen darüber. Also niemand muss die Angst haben, oh mein Gott, jetzt muss ich mich besonders anstrengen, um meine weibliche Seite zu öffnen. Weil wenn du das machst, bist du schon wieder entfernt von der weiblichen Seite. Also das Wichtigste ist, okay, ich lasse das mal wirken. Ich erkenne für mich, mein Weg geschieht auf einer höheren Ebene, gesteuert von einer höheren Ebene, von einer höheren Intelligenz. Und der muss sich keine Gedanken machen, das jetzt irgendwie zu beschleunigen oder wie auch immer zu beeinflussen. Das ist das Wichtigste. Gleichzeitig kann ich aber meine Aufmerksamkeit auf Themen lenken. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und wenn ich ab jetzt meine Aufmerksamkeit nicht mehr auf diese männliche gerichtete Energie richte, sondern mal hin zur Weiblichkeit, auch wenn ich am Anfang noch gar nicht weiß, was das ist, dann stelle ich mir halt die Frage, was ist denn Weiblichkeit? Und könnt mir glauben, ich habe das in meinem Leben auch oft, ich habe Fragen, die gehen zwar immer tiefer, wo ich die Antwort nicht kenne. Dann halte ich den Raum offen. Ja, diese Frage, die interessiert mich. Mich interessiert dieses Thema. Und es kommen die Antworten. Es braucht manchmal 3 Monate oder was auch immer, was für eine Zeit. Aber das kommt dann. Also ist das Wichtige, nicht unruhig zu werden, sondern die Aufmerksamkeit zu verlagern. Weg vom Kampf hin zum Frieden. Weg vom rein Männlichen und jemandem gefallen und dieses und Ergebnis und jenes. Hin zu, mal ruhiger werden, mal loslassen, mal empfangen, offen bleiben. Ja, wir hatten ein Interview zum Offensein, verletzlich sein als eine Art Zauberformel, dass wir uns viel weiter entwickeln können, wenn wir das können. Das ist hier das Gleiche. Also, ich verlagere meine Aufmerksamkeit, komme aber nicht in eine Anspannung, nicht in Stress und die Entwicklung läuft dann schon. Die läuft bei jedem von uns. Und wenn ich mich jetzt so mit dem, also ich habe dir ja gerade zugehört und dann dachte ich, okay, was bedeutet Weiblichkeit? Was kommt jetzt für ein Bild? Und dann habe ich einfach da waren jetzt so ganz viele Blumen, an Blumen riechen gesehen. Und das ist ja, ist es Genuss oder ich weiß nicht, warum kam mir das jetzt? Was ist es, ein weiblicher Aspekt? Ich meine, das können ja Männer und Frauen machen und den Genuss daran. Also Männer können natürlich an Blumen riechen, aber nehmen die Blume nur wahr, wenn sie sich für die weibliche Energie geöffnet haben. Denn das Weibliche, im Weiblichen steckt auch die Schönheit. Quasi dieses Zauberhafte. Das Männliche ist wirklich, man kann die klassischen Bilder hernehmen. Es ist der Jäger. Es ist der Macher. Es ist der, der diesen Weg geht. Und das Weibliche ist der Raum. Und das wäre jetzt auch eine Übung für einen Mann. Also wenn jetzt ein Mann wirklich sagt, ich öffne mich jetzt dafür, was bedeutet Weiblichkeit? Und er sieht jetzt, sage ich mal, auch so ein inneres Bild wie ich mit dem, an den Blumen riechen. Dann ist es für ihn auch ein Zeichen, dass es, mach das mal. Richtig. Integrier das, nimm das wahr. Aus uns heraus, das Bewusstsein, das höhere Bewusstsein ist ja nicht da. Ich zeige oft so nach oben, weil das so ein, so ein Sinnbild ist, dass es diese höheren Ebenen zeigen soll. Das höhere Bewusstsein ist ja überall, vor allem in uns drin. Und wenn ich dann hinfühle, was bedeutet Weiblichkeit für mich? Dann ist es vielleicht jetzt die Blume. Und dann ist es der Moment der Hingabe an die Schönheit, an die Natur, an die Schöpfung, diese Blume zu riechen. Genauso gut kann sein, ich fühle hin und mit der Frage, was bedeutet Weiblichkeit jetzt für mich? Und dann kann ich auch sehen, ich breite die Arme aus. Und zwar für Menschen, die ich bis jetzt nicht angenommen habe. Das heißt, ich gehe in Annahme, in Akzeptanz. Oder Weiblichkeit bedeutet für mich, heute mal nichts zu tun. Nicht vorwärts kommen zu müssen, sondern zur Ruhe. Oh, in den Frieden. Und so kann jeder für sich seine Wahrheit sprechen lassen. Und das ist das Besondere daran. Ich denke es mir nicht aus, sondern ich kriege die Antwort aus einer
aus einem Bereich von mir, der nicht der Verstand ist. Mhm. Ich sehe auch immer den Mann, der im Kühlschrank was sucht. Wie oft habe ich den Anruf bekommen, wo ist es? Oh, dreht doch einfach mal einen Schritt zurück, öffne das Feld, dass du mal den ganzen Kühlschrank siehst, weißt du? Das ist ja im Grunde auch das Gleiche. Total. Ja. Halt in der Praxis nachher umgesetzt. Da kann man ja auch ein gutes Lernfeld haben. So, ich öffne jetzt, dass ich alle Regale sehe, dass ich rechts und links sehe. Dass ich die Menschen sehe, die in meiner Umgebung sind. Die Menschen, die in meiner Familie sind, mit denen ich zusammenarbeite. Immer mal wieder diesen Moment von, ich nehme mal wahr. Ich mache mal ein bisschen weiter auf. Also von dem auf das. Pure Weiblichkeit. Was gibt es aus deiner Sicht noch Wichtiges zu sagen? Wir haben jetzt einige Dinge angesprochen, auch nochmal. Ich meine, diese nicht gelebte Weiblichkeit und Männlichkeit kann ja auch Krankheiten auslösen, oder? Ja, sehr. Und wenn man sich die nicht anschaut, dann... Es bringt ja halt aber auch nichts, wenn man sich dann die Sachen... Bei uns Frauen nimmt man ja alles raus, weißt du? Wir brauchen ja keine Eierstöcke, wir brauchen ja keine Gebärmutter. Ich meine, bei den Männern macht man sowas nicht. Da nimmt man nicht die Hoden weg, präventiv mal, weißt du, oder? Das ist schon auch was sehr Abwertendes gegenüber dem Weiblichen, auch in der Medizin gewesen. Es musste auf eine Art und Weise so sein, leider, weil wir im immer dunkler werden gewesen sind. Und dann musst du das, was in die Verbindung gehen kann und will, was ständig in der Verbindung zum Hören ist, dann musst du das klein machen und kappen. Gehört dazu. Aber jetzt geht es darum, das wieder zu öffnen. Und da ist mal wieder so ein klassisches Thema. Traue ich mich? Weil wir hatten das auch schon öfter besprochen. Ich komme an Grenzen von meiner Wahrnehmung und frage mich, naja, ist denn da hinter dieser Grenze noch was? Weil wenn ich jetzt, einfaches Bild, ein Mann oder eine Frau, du bist Manager, du bist orientiert, ergebnisorientiert, kundenorientiert und so weiter. Ja, was machst du denn jetzt, da Weiblichkeit reinzubringen? Oder in was auch immer du eine starke Orientierung und männliche Energie hast. Geht das denn, da Weiblichkeit reinzubringen? Was bin ich denn für ein Mensch? Werde ich dann noch anerkannt als Frau, als Mann? Bin ich dann noch Mann, wenn ich weibliche Energie habe? Also das Thema Angst ist wieder da. Wer bin ich, wenn ich mich für solche Energien öffne? Ich kann sagen, ich habe mich über die Jahre immer mehr für die weibliche Energie geöffnet und habe gemerkt, dass ich immer präsenter geworden bin. Immer präsenter in mir. Ich habe mich nicht verloren. Ich habe einfach zusätzliche Ebenen bekommen. Manchmal ist es so, wie bei einem Pendel, wenn du männlich hast und weiblich und wenn du dich in der Mitte einpendeln möchtest, vorher aber im Männlichen warst, dann musst du mal ein bisschen in die andere Seite pendeln. Mal wirklich ein bisschen mehr die weibliche Energie leben. Und das vielleicht zu verstehen, sich da auch mal reinzutrauen. Gerade als jemand, der sehr strukturiert und verstandesmäßig auch unterwegs ist, sich reinzutrauen in diesen Bereich, da fühlt es sich manchmal an, als ob man sich ein bisschen verliert. Da diesen Raum, den kannst du nicht kontrollieren. Der macht dann etwas mit dir. Aber das akklimatisiert sich auch und organisiert sich neu. Und irgendwann kommst du in die Mitte des Pendels. Und dann hast du männliche und weibliche Energie gleichzeitig. Also wie oft steht eine Angst dem ein bisschen im Weg. Wer bin ich dann? Und ich kann sagen, du wirst immer in eine neue Ordnung kommen. Also du verlierst dich nicht auf diesem Weg. Selbst wenn es mal sich für eine Woche so anfühlt oder auch für drei. Ich weiß nicht, was los ist. Habe ich jetzt meine Erdung verloren? Habe ich meine Ordnung? Habe ich meine Orientierung verloren? Die kommt wieder, aber auf einer neuen Ebene. Also ich kann jedem empfehlen, trau dich, da reinzugehen, gerade auch in die Weiblichkeit, in das Fühlen, in das sich mal verlieren, in das mal außerhalb der Ordnung zu sein. Es ist extrem heilsam und es ordnet sich auf eine Art und Weise auch wieder neu. Schön. Vielen Dank. Falls jetzt doch die Menschen sich mit dem Bewusstseinsfeld noch mal intensiver beschäftigen möchten, gibt es doch noch was, wo man sich informieren kann? Also wie immer gilt ja auf meiner Website das-bewusstseinsfeld.de oder man gibt es mal ein bei Google. Es gibt einige Interviews schon. Man kann immer bei uns anrufen und mal noch eine Frage stellen. Es gibt einen Erlebnisabend, wo man mal 2 Stunden mal reinfühlen kann. Wie fühlt sich das an mit dem Feld? Ich führe die Leute mal rein. Also um wirklich zu gucken, gehe ich damit in Resonanz. Weil einfach nur irgendwas zu machen, damit vielleicht irgendwas rauskommt, das ist nie der Weg.
Aber wenn sich etwas stimmig anfühlt und mich etwas ruft, dann kann ich nur empfehlen, vertrau diesem Gefühl, egal wo es dich hinbringen möchte. Mhm. Super. Dankeschön. War wunderschön. Und ich freue mich immer wieder, wenn du kommst, und bedanke mich für die tollen Interviews mit dir. Und herzlichen Dank. Ja. Danke, Corinna. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, ja, total schön, das weibliche und männliche Prinzip, und auch eben, wo wir auch ein bisschen so auf die Irrwege geführt worden sind, und das wieder in uns zu korrigieren und in eine schöne Balance zu bringen. Ich hoffe, Sie konnten auch einiges für sich mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.